Hi und herzlich willkommen, Freunde gepflegter PvP-Unterhaltung. Ja, wir befinden uns hier im Aradi-Becken und es geht auch schon los. Ich habe eben gerade einen Invite bekommen und die Wartezeit fällt weg. Damit fällt für mich auch quasi die Zeit weg zum Erklären, da ich ziemlich viele Zuschriften bekomme. Hey, mach doch mal einen PvP-Guide über Demo, Gebrechen und Zerstörung oder sonst PvP-Guides. Werde ich einfach eine Folge anfangen, indem ich BGs spiele und... Die erste Folge wird hier, sind wir im Aradi-Becken und ich hoffe einfach, dass es ganz gut läuft. Muss dazu sagen, dass die PGs relativ ausgeglichen sind hier auf beiden Seiten. Das heißt, mal gewinnen die Horde, mal gewinnen die Allies, relativ ausgeglichen. Und ich hoffe jetzt, dass wir einfach nicht untergehen, dass es ein richtig cooles PG wird. Wird aber schon werden. Und ja, wie gesagt, ich spiele Gebrechen hier in dem ersten Teil. Skillung ist die gleiche wie in meinem ja, Survival Makro. Von daher, ich kann sie ganz kurz mal anwählen. Hier finstere Regeneration, Schattenfuhrer, Seelenverbindung in Verbindung mit Grimoire der Opferung für die vielen Hitpoints. Blutfurcht halte ich persönlich in BGs ziemlich nützlich und Manorots Furor, ja, ist es nicht unbedingt ein Must-Have. Allerdings finde ich es hier für Feuerregen zum Beispiel, um Schurken aufzudecken, ziemlich cool. Und im Moment haben wir, was haben wir? Wir haben 4 Basen gleich. Das finde ich sehr cool. Okay, da kommt ein Charmy, Geopfert habe ich im Übrigen den kleinen Hund, den Wauzi. Ja, der hat Angst. Komm doch her. Lass uns auch ein bisschen Spaß haben. Will aber nicht. Ja, der DK hat ihn. Passt schon. Ja, ich will das eigentlich nicht so, auch wenn es wichtig ist, die Base beschützen. Ich will auch mal ein bisschen PvP spielen, jetzt gerade hier. Und da der DK das alleine so nicht Easy Mode schafft, da helfen wir dem eben kurz. So, hier mal Heimsuchung, alle Dots draufschmeißen. Der wird sich bestimmt gleich heilen. Ja, da unterbrechen wir ihn halt. Der TK ist tatsächlich gestorben. Na, Schattenfuhrer, und das reicht. Er kippt da um. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Kampf gespielt. Und der Rest sieht ziemlich okay. Jetzt haben sie wieder einen Hof zurück und da an der Schmiede geht es ein bisschen ab. Da ist ein bisschen Action angesagt. Ja, aber das sind auch wieder ziemlich viele von uns. Nicht wirklich gefährlich. Dann gucken wir mal, was sonst wo abgeht. Mine deffen, okay, steht im Chat. Da wird wieder vorne dran rumgezerrt und keiner ist bei der Flagge, wie immer. Obwohl ich jetzt auch mittendrin rum irgendwie fliege. Und ich hoffe einfach mal, dass er nicht so viel... Oh, das sind aber ziemlich mächtig viele. Setzen wir mal hier. So, einfach mal zudotten den Hunter. Ja, komm schon, den Parler noch. Ja, verpiss ich mich wieder. Ist immer gut, ein gut platzierter Zirkel ist einiges wert. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich habe Schaden machen können auf die anderen. So, dann hauen wir vielleicht den noch um, das Pad. Ich weiß gar nicht, kriegen wir da Seelensplitter wieder, wenn der umkippt? Ja, kriegen wir. Da haben wir wieder alle 4 Seelensplitter. Da haben wir die mal ein bisschen aufgehalten zumindest. Na? Na komm, springen wir so runter. Wenn überhaupt noch Action da ist. So, erstmal wieder kräftig Stotz verteilen. Der kommt auf uns, der DK, das sehe ich schon. Ja, tun wir mal verlangsamen. Also Gebrechen Hexer finde ich persönlich immer ziemlich cool im WG. Muss ich sagen, auch wenn ich am Anfang ein bisschen... Hat das Sägewerk angegriffen? Okay, jetzt haben wir gleich wieder 4 Basen. Auch wenn ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Aber die Kombination aus... wie heißt's? Seelentausch und Seelenbrand? Ist einfach absolut krass stark. Siehst du, ich kann hier überall die Dots schon mal verteilen. Die ticken richtig
genial dann. Und da kriegst du auch natürlich oft einen Proc, dass du wieder einen Splitter kriegst. Wie hier jetzt der Fall. Ja, irgendjemand dispelt hier. Ich glaube, der Parler ist es. Ist es der Parler? Keine Ahnung. So, den mal ein bisschen unter Druck setzen. Okay, wir haben wieder alle vier Splitter. Sauber. Immer cool, wenn man Seele entziehen da benutzt. Wäre dort mal wieder alles so. Na, der ist auch Geschichte. Jetzt mal auf den Parler. Mal ein bisschen Druck machen. Komm. Ja, sauber. Der Hunter, das kratzt mich gerade mal gar nicht. Und kein PvP-Gear an. Die Ställe sind schon gedreht. Super genial. Das heißt, wir setzen hier mal am besten einen Zirkel rein. Oh. Der Bersi-Buff. Dann müssen wir mal noch einen Cooldown. Dann geht es ab. So, der DK noch. Ja, manchmal muss man ein bisschen aufpacken. Ja, wir holen uns die Splitter wieder. Es sind genug von uns da. Und jetzt gehen sie wieder Mine. Die schleichen sich hinten vorbei. Ja, komm. Hunter. Nuken mal um. Kein Problem. Oh, jetzt werden es aber viele. Jetzt werden es aber viele. Okay, der hat schon mal alle Dots drauf. Der Parler dispelt natürlich wieder. Jetzt kriegen wir auf den Zack ein bisschen. Ja, machen wir mal Selfie. Hauen wir mal das Pad um. Das ist in vielen Fällen. Ja, ich glaube, jetzt sterbe ich sogar. Jetzt sterbe ich. Natürlich sterbe ich. Ah, Mist. Aber da sehen wir gleich wieder. Ja, komm schon. Na? Ah, der hat Dings an. Misdirection. Nee, so heißt er nicht. Keine Ahnung, wie es jetzt heißt. Wir müssen nochmal das Pad opfern. Bin ich gesilenced worden. Okay. Scattershot. Aber so richtig kommt jetzt mal keiner an mich dran. Ja, gehen wir auf den Krieger. Gehen wir auf den Krieger. Was macht der Parler? Wo ist der Parler? Okay, Parler keiner da. Der Drui ist ziemlich angeschlagen. Es wird unser nächstes Ziel. Ja, Seelendieb. Er ist da. Wenn Seelendieb mal greift und er geht richtig die Post ab. Ah, der Parler, der kriegt's doch wieder immer hochgeheilt. Komm, geh weg. Geh weg. Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen auf den Sack. Hunter ist auf uns. Das ist natürlich sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Ich will weg. Mein Zirkel ist gar nicht mehr da. Und ich habe auch kein... Da hauen wir wenigstens mal die Dots drauf. Nee, können wir gar nicht. Okay, ein paar Dots haben wir drauf. Ja, es steht trotzdem gut für uns. Vier Basen haben wir gleich und eine nur die Allianz. Passt, das passt. Aber tun wir gleich wieder unser Pet opfern. Können wir noch nicht. Das nervt der Cooldown. Ist echt doof. Ja, da buffen wir uns wenigstens finstere Seele. Das habe ich eben nämlich vergessen gehabt. Kein Wunder, dass ich gestorben bin. Mann. Und kein Zirkel gesetzt. Wie geht denn sowas? Achten wir einfach mal auf den Chat, wo ein bisschen Action abgeht. Nirgendwo anscheinend. Nirgendwo. Hof sieht sauber aus. Das Sägewerk. Ist ein Hunter. Da unten ist ein Charmy. Ja, wahrscheinlich Mine. So wie das aussieht, gehen die zur Mine. Da gehen wir auch hin. Auf unserem Easy Rider Chopper. Ja, die gehen alle Mine. Jetzt können wir unser Pet wieder opfern. Okay, machen wir auch gleich. Jetzt kriegen sie gleich mal ein bisschen auf den Sack hier. So. Verteilen wir wieder die Dots. Der DK, okay. Ja,
Der Hunter. Wenn die anderen außer Range laufen, bleibt halt der Hunter übrig. Da haben wir wieder die vier Splitter. Sauber. Da gucken wir, dass wir das Pad noch umhauen da. Hunter-Pads. Also Hunter ist wirklich sowas von OP. Na, Mist, Mist, Mist. Was war denn das? Ein Tui? Keine Ahnung, keine Ahnung. Na, ich schmeiß das gleich nochmal an, okay. Und ich schmeiß die Dots auf mich, so geht's, genau. Das ist natürlich ein Guide, so geht's nicht. Da ist der andere Hunter. Ich mach mal kurz Schattenschutz an, dass ich meine Dots ein bisschen kompensieren kann. So, komm schon, komm schon. Das ist schlimmer wie eine Parler-Bubble. Okay. Aber trotzdem gut verteidigt. Gut gemacht, Jungs. Gut gemacht. Ein Sägewerk. Na, wie kommt man da am schnellsten hin? Am besten gar nicht. Am besten kümmert sich da jetzt jemand anders mal darum. Weil bei Stelle scheint es wieder ein bisschen abzugehen. Ja, da kommen jetzt noch ein paar. Wie sieht das aus? Ich glaube, das sind aber zu viele Allianzler. Okay, wir kümmern uns mal ein bisschen um den DK. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich sterben werde. Der Parler, der nervt. Der dispelt natürlich. Komm schon, komm schon. Vier. Vier muss doch gehen. Ja, das sind jetzt viel zu viele natürlich. Da nützt auch kein Kuhdamm was mehr. Das sind wir halt umgekippt. Egal, wir haben auf jeden Fall mal einige Allianzler abgelenkt. Oh, und jetzt haben sie tatsächlich gleich drei Basen. Aber ich glaube, das reißt das Spiel auch nicht mehr wirklich rum. Das reicht für die Horde. Na, und wenn der Retz hier nicht so lang dauern wird, da könnten wir auch schon wieder mitmischen. Mal gleich wieder das Pet opfern. Buffwood habe ich auch dabei, aber nehme ich jetzt mal keins. Ist jetzt mal egal. Wir müssen ja nicht hier reit gebufft da rumstehen. Ja, die Mine haben wir wieder zurückgeholt. So gehört sich das. Ich muss, glaube ich, das nächste Mal ein bisschen mehr fokussen und nicht da überall einfach nur Dots und sonst nichts. Okay, der Charme auf jeden Fall mal. Ja, der kommt zu mir. Was will denn der bei mir? Ja, war doch klar. Hätte er mich trotzdem nicht runtergekickt, weil ich noch mein Ding ins Kirchenzirkel da oben habe. Deswegen ist auch gut gegen Charmis. Bau immer deinen Zirkel dahin. So, jetzt geht's ab. Jetzt ticken natürlich die Dots dann. Wenn ich mich hier mal bisschen ja, Mist. Bisschen verteil, ein bisschen Fokus. Okay, der Druid, der kippt um und der Parler ist auch weg. Oder war das ein Schuppenparler, der sich einfach mal wegparladiniert hat? Ich bin außer Reichweite. Im Übrigen habe ich Fluch der Erschöpfung geglüft, halte ich für ziemlich cool die Sache, weil der Slow extrem ist dann. Wirklich nicht nur so ein bisschen Pew-Pew Slow, sondern richtig cool, 70% ist immerhin eine Menge. Hat zwar dann einen Cooldown, aber was soll's. Der 4 gibt ja auch noch einen Slow dann hinterher. So, jetzt verteilt man hier mal einfach Verdammnis auf alle. Wenn es denn klappt. Ja, klappt nicht. Mist. Ja, und er hat seine Envy Magic Gel gezogen. Da bleibt man einfach mal auf dem Parler jetzt. So, da kriegen wir auch unsere Splitter gleich wieder. Yay, haben wir wieder alle vier Splitter am Start. Ah, da spawnen sie wieder. Okay, Hunter, Charmy, DK, Drui. Alle mal verarztet. So, jetzt hier gleich weiter. Was ist der DK? Ja, hat keine Chancen. Das Spiel ist eh gleich schon gelaufen.
Da holen wir uns mal noch die Splitter wieder. So. So geht's. Da ist noch ein einzelner Krieger. Obwohl Krieger die Angstgegner eigentlich sind. Von Hexern. Macht es hier eigentlich kaum Probleme. Ja, der Chaosblitz. Lol. Ich werde übrigens probieren in fast jedem PvP-Teil jetzt hier einen anderen Spec zu spielen. Je nachdem, wie es sich ergibt oder wie es auch mir natürlich Spaß macht, ist mal eine obere Prämisse. Aber dass das Ganze ein bisschen nicht Multiglas, aber Multispec-mäßig ist. So, der kriegt mal noch ein bisschen was. Ja, so tickt's richtig gut. Sauber, bumm, tot. Krieger noch. Bumm. Der Pala noch, komm. Amdots für alle. Gibt's im Viererpack. Na, na, na. So. Das haben wir auch. Und nur noch 30 Sekunden, dann ist das BG schon vorbei. Und dann haben wir sie abgezogen, die Allianz. Zumindest in dem. Was haben wir da? Wer ist denn da? Ein Hexer? Okay. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nichts machen, bis ich jetzt da Dots verteilt habe. Ist er schon tot? Ist übrigens immer schwerer für einen anderen Hexer als Zerstörung gut mit Kills dazustehen. Mit dem Zerstörungshexer, da kannst du, wenn ein Gegner low ist, einfach Schattenbrand casten und bupp, hast du, wie hier zum Beispiel, der Kollege des Pimps Zerstörung, ja, dann hat er den Todesstoß. Deswegen ist Gebrechen unter Umständen immer ein bisschen weiter hinten. Aber das macht nichts. Ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Wird auf jeden Fall bald ein nächster Teil kommen mit anderen Specs. Ich wünsche dir was. Viel Spaß im WoW, viel Spaß beim PvP und viel Spaß beim Rest. Wir hören uns.